wir nennen es Rhythmiken, also es geht immer um den Rhythmus. Wie gesagt, der den ganzen Alltagsgegenständen innewohnt. Das Ganze wird wunderbar inszeniert. Es sind 8 rhythmisch begabte Menschen, befinden sich auf der Bühne, die sich aber auch dadurch auszeichnen, dass es alles ganz, ganz starke Charaktere sind und dass die sehr unterschiedlich sind und auch in den Beschreibungen, wenn dafür gecastet wird, da sehr viel Spielraum gelassen wird, was man da findet. Man lässt sich immer auf das Unikat ein und anders als jetzt Book-Musicals, die sich ganz streng an einem Buch orientieren, gibt es hier bei Stomp immer noch die Möglichkeit, eigenen Charakter einzubringen. Davon lebt es auch, von diesem Character-Building und von ganz, ganz viel Humor. Aber es wird auch ganz viel improvisiert auf der Bühne. Das alles sind wirklich, der Martin Grubinger ist hier gerade der könnte da auch mitmachen mit seinem rhythmischen Können. Das sind alles wirklich erstklassige Schlagzeuger. Also erstklassige Schlagzeuger und erstklassige Tänzer, die das umsetzen, und ich glaube, da muss ich nicht so viel verraten, Stomp war immer ein Publikumsliebling, nicht nur in Köln, sondern weltweit. Die haben über 20 Jahre gastieren, immer noch am Broadway, 15 Jahre am West End. Es gab teilweise gleichzeitig Tourneen, 3 Stück in Amerika plus Japan und Asien. Es ist, weil es einfach überall ankommt, einfach ein Riesenspaß ist, wirklich für die ganze Familie. Und ja, manchmal sind ja die besten Ideen und die genialischsten Ideen, die sind ganz einfach, und das ist hier auch das Konzept. Also ich kann es nur empfehlen, und auch für uns als BB, als Firma kann ich sagen, wir sind gemeinsam mit Stomp, das wir jetzt auch seit über 25 Jahren, also 27 Jahren veranstalten, sind wir gewachsen, haben uns mehr miteinander angefreundet und man ist miteinander größer geworden, und es ist einfach eine ganz wunderbare Beziehung, man freut sich, mit so tollen Künstlern arbeiten zu können.